Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Konsum zusammen wieder mit dem Paul, dem Toledo und dem Micha. Einen wunderschönen. Hallihallo. Hallo. Grüß Hallo. Zusammen. So. Toledo, machst du bitte deine Luke auf? Ja. Ey, Paul, ich kann doch hier nicht den Bahnhof blockieren mit einem fetten Kran. Kannst du. Und du, gar kein Problem, der Bahnhof ist ja noch nicht offen, ne? Hat eigentlich mal einer ausprobiert, was passiert, wenn man nicht tankt? Nee, hab ich noch nicht probiert. So, fertig. So. Geld! Ja, also da sieht noch ziemlich viel Robo aus, ne? Wenn ich das mal. Ich muss erst das Gespräch zu Ende führen. Darf ich das Gespräch anfangen? Ja, mach doch. Oh, deine Stützen sehen gerade ziemlich lustig aus, Toledo. Der neue ich hab doch Nein gesagt, warum krieg ich trotzdem Nein? Ein Ort, an dem man es auch mal längere Zeit aushalten kann. Es ist außerdem schön zu sehen, dass das alte Gebäude und damit auch ein Stück Stadtgeschichte erhalten geblieben ist. Schön. Schön, schön. Fertig. Ja, also ich bin zufrieden mit uns. Ja, ich fahr mal zur Tankstelle, also... Ich habe fahren lassen. Ja. Und mach mal Repariri und Tanki Tanki. Repariri, Tanki Tanki. Ja, mach das. Ich bleib hier einfach stehen. Und dann nehmen wir doch mal einen neuen Auftrag an. Ich würde sagen, wir gehen in Richtung Kampagne und machen die weiter, dass wir das fertig kriegen, oder? So eine Raststätte? Ich habe gehört, die Fernfahrer wollen ein neues Bettchen haben. Sanitärgebäude, habe ich gehört, ist sehr begehrt. Ja, aber Sanitärgebäude bringt uns nicht weiter, dass wir einen zweiten Auftrag auf dem Spielstand kriegen. Nee, an der Raststätte werden wir gute Sanitärgebäude errichten. Ach so, meinst du das? Ja, ja, ja. Auftragsumfang Mittel? Ja, ne? Ja, doch schon. Ja. Frage, ich würde mal alles einlagern, was wir gerade nicht brauchen. Nee, wir fahren alles mal in der Tankstelle vorbei und machen mal tanken das und reparieren das. Auch wenn es gemietet ist? Nee, gemietet nicht, aber wir müssen, dass der Toledo irgendwann seine nächste Stufe kriegen kann, müssen wir die 25 Tankungen, 25 Reparaturen in der Tankstelle hinkriegen. Ja, komm, ich nehme einfach den Mobilkran. Auf jeden Fall, die nehme ich jetzt schon mal mit zur Raststätte. Ja, ihr könnt also auch gerne über Schnellreise machen zur Dingens. Ach so, siehst du, ich kann ja auch Schnellreise zur Tankstelle machen. Ja, danke dafür. Ich wäre jetzt mit dem Mobilkran nämlich gefahren. Der ist zwar nur gemietet, aber Mietmaschinen kurz tanken ist ja auch nicht schlecht. So, ich gehe schon mal zur Bürgermeisterin, oder wolltest du das machen? Oh, da kommt Beton. Nö, mach ruhig. Beton, ich flog zur Tankstelle. Ja, irgendwie bin ich im Auto drin gebackt und hat zum Beispiel ein Looping gemacht. Tätige und Fernfahrende kommen täglich durch unsere Region. Möglichkeit, bei längeren Fahrten eine erholsame Rast einlegen zu können. Nehmen wir einen Planierraub. Hier steht auf dem Firmengelände. Ist sie schon repariert? Ja, eigentlich schon. Die ist voll. Gut, dann Schnellreise ab zur Raststätte. Okay, brauchen wir den Mobilkran? Das weiß ich nicht. Im Zweifel hätte ich gesagt, ja. Na dann. Schnell reise ich ihn kurz. Weil ich weiß... Au! Uwe! Toledo! Was willst du? Wir sollten die keine Schnellreise machen, wenn irgendjemand sich im vorderen Bereich... Stell dich doch da nicht so scheiße hin! Beschwer dich doch nicht nur, weil ich dich aus dem Leben geschlossen habe. Du hast gesagt, wir brauchen den. So. Ich habe ihn sauber eingepackt. Ich guck mal ganz kurz. Unter Jobs Raststätte. Was brauchen wir denn? Wir müssen so ein bisschen Untergeschoss, Material liefern, bisschen Beton, noch mehr Beton, noch mehr Material. Wir brauchen einen Kran. Wie kriegt man hier nochmal einen Kran hin?
Kommt drauf an. Irgendwo ist ein schnell ein. Also wenn du so einen Kran brauchst, dann hast du irgendwo einen Kranplatz. Ja, eigentlich ja, genau. Aber ich sehe den Kranplatz gerade noch nicht. Seht ihr den? Braucht der denn wirklich einen Schnelleinsatzkran? Oder? Er wird abgebildet, der Schnelleinsatzkran. Ich habe mich jetzt nur... Das heißt, der gleiche auftaucht. Okay. Ich habe mich jetzt nur an dem Bild aus dem Drop orientiert. Fürs Untergeschoss. Ja. Das kann sein, dass der gleiche auftaucht. So, wir brauchen Kies und eine Kiesverdichtung. Wir brauchen einen Trailer für Stahl. Ach nee, warte, den brauchen wir glaube ich nicht. Fertigwände, wir müssen Fertigwände holen. Noch mehr betonieren, noch mehr Fertigwände. Wir können aber auch tatsächlich mal gucken, ob wir gegebenenfalls aktuell gemietete Maschinen mal gegen gekaufte austauschen. Das wäre ja langweilig. Das fühle ich auch nicht. Okay. Das hätte ja Sinn und Verstand. Es wäre irgendwie etwas von Geizheit, dass man keine monatlichen Kosten haben möchte. Vor allen Dingen macht das auch gar keinen Sinn, ne? Du hast zwei Mobilkräne irgendwo hier rumstehen, also. Echt? Zwei Mobilkräne? Ja. Der eine steht irgendwo in der Walachei rum. Aber in den steige ich mal ein und repariere den mal. Ist der gemietet oder gekauft? Ja, beide gemietet. Ah, beide gemietet. Beide gemietet. Okay. Der andere stand bei einem Sattel. Ja, ich hab glaube ich den kleinen und den großen. Ja, stimmt. Das ist der kleine. Der steht hier unten noch, wo wir die Lärmschutzwand damals gebaut haben. Den könntest du aber dann mal zum Bauhof oder so verfrachten, wo wir ja die Fertigelemente kriegen. Müssen wir die aufladen? Ja, die Fertigelemente ja. Oder? Nee, die Fertigelemente fährst du den Trailer rein und dann ist fertig. Ach, da wird er direkt beladen, ne? Was ist denn der nächste Schritt? Wahrscheinlich Kies verteilen und gib ihm, ne? Genau, ich wollte tatsächlich mich jetzt darum kümmern, eigentlich Kies zu besorgen. Den lagere ich mal ein. Du hast keinen großen Muldenkipper. Darf ich einen Muldenkipper kaufen? Wir haben einen kleinen Muldenkipper, nur 3 Stoff. Darfst du auch einen großen kaufen? Jetzt sei doch nicht so, Micha. Ich bin ein bisschen nickig, merkst du das? Ja. Nicht nur ein bisschen. Den Scania oder den knickgelenkten Muldenkipper? Ja, dann bitte den Scania. Ich hätte gerne einen Peterbilt. Oder Mac. Ja. Also nicht diese Knickdinger. Kannst du knicken. Habe ich den jetzt gekauft oder musst du ihn noch genehmigen? Ich musste ihn noch genehmigen. Geil, ich dachte, ich bin Vorarbeiter. Darf ich nicht kaufen, was ich möchte? Nee. Na gut. Musstest du bei uns doch auch immer genehmigen. Habt ihr hier Geräte gekauft? Ich weiß es gerade nicht. Maximal musste ich es genehmigen, als ich vergessen habe, euch die Rechte zu geben. Aber für zum Beispiel irgendwelche Waren musste ich euch das nicht geben. Maschinen, nein. So, Grube ausheben, packe. Also ich guck, ja, ihr seid Vorarbeiter. Alles gut. So, wolltest du machen, Michael? Ja, ich wollte baggern. Wie viel ist es denn? Zu. Können wir sonst zu zweit oder dritt baggern? Eine große Grube, das ist ein Lochbuddel, wo die Toiletten her reinkommen. Ja, dann Ausbuddel. Fahrzeughandel. Betreten. Brauchen wir noch ein paar Bagger, ne? Mhm. Ich hab nur den Radbagger. Der ist cool. Hab ich gerne einen großen. Ja, was brauchst du denn? Dann kauf oder miete dir was. Ein Schaufelradbagger würde ich ja fühlen. Ja, ne? Mhm. Warte mal, ist der denn gemietet? Ja, der ist auch gemietet, der Mobilbagger. Also du darfst gerne einen kaufen, Uwe. Ja. Da geht das schöne Geld hin. Das ist 2 Millionen, ne?
Habe ich? Ja, stimmt. Das war, bevor ich genehmigt habe, wo ich geguckt habe. Gaststätte, Schnellreisen. Ja, gut, aber wir haben ja ein bisschen. Du hast ja ein bisschen Geld erwirtschaftet. Ein kleiner Cut. Ja, der Kleiner sagt er, ne? Der größte Bagger, den es gibt hier, aber er sagt Kleiner. Okay, ich hab schon wieder einen Bug. Also. Mein Schaufel füllt sich nicht. Okay, tut sie aber. Du schaufelst raus, ne? Ja. Theoretisch ja. Ja, tust du. Hier entstehen Haufen. Da, wo du abgekippt hast, ist ein Riesenhaufen. Das ist gut, ich sehe es nur nicht. Und entsteht denn bei dir auch ein Loch? So ein ganz komisches Loch. Okay. Vielleicht musst du einmal rejoinen. Warte, wie macht man K? K für Kamera. Was ist denn dann so der nächste Schritt? Also den Kies hab ich schon geholt. Was wir machen können, ne? Kommt doch mal mit der Pritsche her. Und fahr mal unter den Ausleger. Da ist aber schon Kies drin. In der Pritsche schon Kies drin? Mhm. Naja, kann ich eben verkaufen. Also, oh ne, kann ich nicht. Doch, kannst du. Kann übers Menü. Ja, über das F-Menü kannst du auch verkaufen. Achtung, Paul! Nein, meine Baggerschaufel fühlt sich nicht für mich. Paul? Ja. War mehr als du laden kannst? Nee, ein Teil ging daneben. Okay, sorry. Du musst jetzt immer schön verkaufen. Du musst weiter nach vorne, Schatz. Kann ich nicht mehr. Du kippst auch ein Teil unter mich. Ich verkauf mal eben. Jo. Ja, kannst du mich schieben? Nee, ich hab's versucht. Geht nicht. Hat keinen Sinn. Ich kann nicht baggern. Ich probier's das nicht. Besser, ne? Sehen die Baggerleuchter so bescheuert aus. Das hat keinen Sinn. Ich guck gleich wieder. Gib das Geld. Ich hab grad nicht drauf geachtet, was du bekommen hast. Oh, tut mir leid, wenn ich daneben kippe. Echt, also 2000 Euro gibt richtig Geld. Ja, pro Schaufel, ne? Ja, pro Schaufel. Wir holen hier wohl die Deluxe-Erde aus dem Boden. Das ist der gute Boden, den du zum Mutterboden. Zum Austauschen und Fälschen vom Bodengutachten brauchst. Austauschen und Fälschen vom Bodengutachten. Sag mal, woher weißt du, was man da für Boden braucht? Wolltest du mir da noch was erzählen? Da braucht man guten Boden, weil dann sagt das Gutachten nämlich, hey, der Boden, der ist super, da kannst du drauf bauen. Und dann buddelst du den Boden nämlich weg und verkaufst den auf die nächste Baustelle. Und lässt da halt irgendwelche Altlasten mit Asbest und Öl und Schlammscheiße und sowas reinbuddeln. Oh. Und dann hast du günstig deine Altlast entsorgt und dafür noch Geld gekriegt. Wahnsinn. Was nicht alles geht, ne? Oder was die Leute nicht alles machen, macht bestimmt einer, hast du recht. Jetzt ist mein Spiel ganz abgekackt. Also, du hast auf jeden Fall auch gerade das Spiel verlassen, Micha. Ja, er hat gerade die Engine geschlossen. Okay. Also ist das Spiel immer noch so schön buggy im Multiplayer? Ja, es ist noch sehr buggy, ja. Man hat viel Beziehung. Wie es aussieht.
Sieht auf jeden Fall lustig aus, wie dieser Haufen unter mir entsteht. Ja, das Problem ist, du müsstest gleich mal wegfahren, weil ich weiter dahin fahren müsste. Ja, das ist ja kein Thema. Sagst du Bescheid, wenn es soweit ist. Süß. Ja, ich weiß, da war jetzt nicht so viel. Das war auch nicht so viel. Nee, das Problem ist, ich versuche hier vorne gerade noch so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber ich glaube, wir fahren einfach gleich ein Stückchen weiter nach vorne. Mhm. Dadurch, dass wir Mittel haben, geht's ja. Ja, dann fahren wir, genau. Oh, warte. Nee, warte. Wir versuchen es einfach. Alles gut. Die Schaufel war auch nichts drin. Scheinbar. Oh doch. Scheinbar doch, aber bei mir wurde nichts angezeigt. Spannend. Aber er erhöht sich auf jeden Fall der Wert. Oh, hoppala. Entschuldigung. Kam da was bei dir rein in den anderen? Ja. Ich habe gerade den gleichen Bug wie mich, ja? Jetzt geht's wieder. Oh, jetzt ist eine Erde gekommen. Jetzt sehe ich auch Löcher, hurra! Wollt's weiter bunden, Micha? Nee, du machst das schon. Okay. Ich mache mich ja schon mal eben wieder direkt zum Vorarbeiter. Okay. Ich würde sagen, während der Toledo dem Micha wieder Rechte gibt und wir hier noch ein bisschen in der Grube buddeln, so rum, sind wir für den Moment aber erstmal fertig. Liebe Leute, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.